Hallo Leute, schön, dass ihr da seid hier auf dem Kanal. Rentnerzucht, alles weitere nach dem Intro. Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid hier auf dem Kanal. Rentnerzucht. Ich bin der Olli, 66 Jahre und staatlich anerkannter Rentner. Und ich zock schon mehr als mein halbes Leben. Für alle, die noch nicht auf meinem Kanal waren, ich zock immer offline. Und manchmal oder meistens mit Hilfsmitteln. Viel Spaß auf meinem Kanal. So, da sind wir wieder. Wir machen weiter mit Remnant 2. Was heißt weiter? Ich habe gestern, Jäger gewählt. Und habe ja den Stream gestern mit Jäger gemacht. War ich jetzt nicht so restlos begeistert. Man kann aber sehr gut, ich hüpfe mal rüber, Achtung. Man kann aber super schnell hier unten einfach einen neuen Charakter dazu machen. Also ich habe hier den von gestern, so sehe ich jetzt gestern mittlerweile aus, da mit meinem Jägermeister, mit meiner Repetier und meinem Stahlschwert. Und jetzt habe ich mir den weiß ich nicht mehr. das ist eigentlich mehr so ein Supporter, finde ich. Ich finde schon, dass die Klasse ein bisschen auf mehr Spieler ausgelegt sind und nicht so auf Einzelspieler. Ist ja aber jetzt überhaupt gar nicht schlimm. Ich habe mir jetzt den Supporter genommen wegen dem Hund. Und der hat irgendwelche verrostete Klaue an zwei Händen. Dann hat er hier eine kleine Maschinenpistol und ein Maschinengewehrchen, da die Black Morph. Okay, die hat er. Außerdem habe ich wieder ein Mädel gemacht, weil der gestern, ich weiß auch nicht, sobald du in dem Charaktereditor bist, sehen die toll aus. Und wenn du ins Spiel hüpfst, der hat gestern so ausgesehen. Es hat mich voll genervt, obwohl man es gar nicht sieht. Ich weiß auch nicht, ich bin da ein bisschen Knallkopf. Und was total klasse ist, wenn ihr jetzt ein neue, also so ein Plus-Charakter macht. Ich mache auch noch einer. Ich habe da noch Plus. Und zwar den Ganslinger will ich auch ausprobieren. Den mache ich dann höchstwahrscheinlich im nächsten Video. Sage ich mal so. Und ihr könnt dann gleich, wenn ihr ausgewählt habt, dann steht unten drunter dann da Hardcore-Spielfigur und da drunter steht dieses ganze Tutorial weglassen. Dann seid ihr gleich in der Stadt, könnt gleich wählen, wenn ihr den Charakter erstellt habt, wen ihr sein wollt. Also ihr müsst nicht zu dem komischen Typ auf den Kranhof und so weiter. Das ist alles weg. Das ist echt klasse. Ich habe gedacht, ich muss jetzt den ganzen Rotz noch einmal machen. Nee. Ich drück mal da drauf jetzt. Und dann hüpft er also mit mir direkt. Was ja vorher auch nicht war. Jetzt ist Mitte im Ort. Seht ihr? Mitte in der großen Halle ist jetzt der. Das war ja vorher frei, da das Gelände. Und Mitte in der Halle ist jetzt da der Teleporterstein und da ist noch das Kasperle, wo ich mal gucken, ob ich bei dem jetzt, aber ich glaube, ich habe immer noch kein Geld. Guten Tag. Entschuldige. Wer oder was? Wer bist du? Kann ich mir nicht so gut merken. Okay. Das ist neu. Ich dachte, ich bin Sack. Ich hupse jetzt da mal ein bisschen mal sehe, was du herstellen kannst. Machen wir mal so. Und kann ich da. Oh, was ist das denn? Okay. Reliktstaub. Also seht ihr, ganzer Haufen Zeug. Ich habe nichts da davon. Ich habe kein Altmetall, ich habe kein Reliktstaub. Ich habe gar nichts. Ich bin so arm. Ich bin so arm. Ich kann mir gar nichts kaufen. Oh, ist ja wohl voll gar nichts. Ist voll gar nichts. So. Natürlich an alle Leute, die dann gleich wieder denen dann auffällt, dass ich
Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder nachladen muss oder nicht nachladen muss. Ich habe einen Trainer drin. Ich habe meine Angriffskraft erhöht und ein paar andere Sachen, weil ich ein alter Zausel bin und da einfach, ich will da durchkommen. Ich will jetzt nicht irgendwie in der Weltgeschichte rumhängen. Okay, dann so nur mal so. Wenn ihr das spielt, außer ihr spielt es auf dem Computer und auch mit dem Trainer, aber dann bitte offline, Leute, offline. Nicht mit Kumpels offline. Ich spiele solo, ich spiele offline und mit Trainer. So, fertig, aus. Und jetzt machen wir den Checkpoint. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Da das ja zufallsgeneriert ist, müsste man ja jetzt eigentlich... Aha, wir kommen nach Losum. Losum. Was muss ich jetzt machen? Da drauf drücken. Oh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, das ist jetzt ganz anders. Okay. Okay. Mit dem anderen war ich schon... Hab's vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Oh, da ist aber schön. Oh, das ist aber cool. Das ist aber cool. Ich habe natürlich wieder mein G3C angeschlossen. Okay, die Konche. Wir gucken mal rum. Man soll ja da, wie gesagt, überall rumgucken. Da geht es überall was. Oh, was bist du? Hey. Okay. Das ist nicht. Ist nicht. Da ist eh und gar nichts. Okay. Eine Kunst da. Da unten ist auch nichts. Da drüben ist auch nichts. Dann laufen wir mal. Clementine? Ford? Scheiße. Wo seid ihr denn? Das ist doch alles wahnsinnig. Leute, jetzt mal Mensch. Was und soll fort. Denn das Gejammere, du? Hä, was ist los? Seid ihr noch ganz dicht? Voll die dicke Wumme, irgendwelche Kralle und das und Sill und jenes. Und da rumjammern. Erlass der Glückseligkeit. Ich gehe jetzt erst einmal woanders gucken. Also das, wer ist dann auf die blöde Idee gekommen? Da so Jammerlappe draus zu machen. Mein anderer Doado, mein... Was war der? Jäger. Ist da der große Jäger mit der dicken Wumme? Und murmelt da rum? Das mit dem Hundi darf ich nicht vergessen. Da muss ich dann Ziele, Kuh machen. Und dann rennt der da hin. Oh Gott, das vergesse ich doch 100%. Naja, vielleicht macht er ein paar Sachen allein. Zumindest ist es mal lustig. Ich habe jetzt mal einen Hund dabei. Also sowas mag ich, so Hundele dabei habe. Oder was weiß ich da. In meinem Far Cry 4 habe ich ja da mein komische Companion dabei gehabt. Und in dem Skyrim habe ich ja meinen Reporter gehabt. War aber ein Mod, muss man dazu sagen. Der Recorder hieß die. Also wie Rekorder, wie Kassette-Rekorder. Falls jemand von euch das noch kennt da draußen, ne? Ja, Handy. Willst du was machen? Nee, das sind also Sachen. Okay, das ist also jetzt wieder... Okay. Das ist ein Fahrpool. Ach so, damit hätte ich den zurückholen können. Sie kommen. Oh, das Ding ist nicht schlecht. Das Ding ist nicht schlecht, Leute. Zum Glück ist das vorbei. Das war jetzt schon wieder vollkommen unnötig. Okay, Olli, nicht aufregen. Nicht aufregen. Und dass es kein automatisches Aufnehmen gibt, finde ich auch nicht gut.
den Checkpoint, den muss ich schon nicht benutzen, oder? Da unten ist eine Tür. Also das hier finde ich jetzt zum Beispiel mal schön. Das ist voll cool. Okay. Ah, da sind ja schon mal von denen Fliedibuschs. Ziele, Ziele und Kuh. Oh, die Kralle sind auch nicht schlecht. Oh, endlich vorbei. Also, doch, das macht mal Spaß. Das macht mal Spaß. So, ey, macht mal mehr Spaß als mein Hunter, Jäger, Putzi, Putzi. Also, dies klarer, also für der Solo-Kasperle. Ist ja blöd. Okay. Ah, da oben ist irgendein Zeichen. Okay. Oh, das ist schon wieder sowas, was ich nicht... Okay. Also... vorbei. Schön, dass der klar Alarm gibt, finde ich gut. Muss ich sagen. Da ist keine Treppe in den zweiten Stock, oder was? Fliegen kann ich nicht, gell? Sie kommen. Aha, ihr sitzt da oben drauf. Du bist Korn? Ja. Ah, das ist natürlich... Ah, da muss ich wechseln, mal. Oh, das Ding ist abputzig. Gehen wir es an. Nicht schlecht. Da sitzen die da... Da oben auch noch welche. Sitzen die da frech da oben drauf und kommen dann da dauernd runter geschwebt. Ja, da gibt's keine... Da hinten war noch irgendwas, gell? Zundel ist klar. Und da finden wir jetzt gar nichts. Gut, allein dann gehen wir wieder raus. Oh, da hinten. Ha, 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 ha. Wieder der Kram übersehe, seht ihr? Wieder der Kram übersehe. Mann, 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 Mann. Das sieht nicht gut aus. Doch, das hat gut ausgesehen. Der Apparat ist mal richtig Heilige geil. Scheiße. Oh. Das ist mal ein schöner Ballermann. Der gefällt mir. Und da gibt's was. Okay. Jetzt muss ich wieder mitmachen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, okay. Das war verkehrt. Z muss ich machen. Da liegt nichts mehr. Da unten ist der Checkpoint von vorhin. Ich bin dann die Treppe auf. Was mit der Tür? Geht an der Tür? Nein, da geht nichts. Aber wir können ganz bestimmt nur noch hupsen, oder? Rompelbompel. So, Checkpoint. Oh, und die Tür geht jetzt wieder nicht? Für was sind die Tiere, wenn die nicht gehen?
Ist doch mal voll doof. Ich will drauf schießen. Jetzt dann. Von Meter. Okay, die geht nicht. Die geht nicht. Das ist der Chick. Ey, ihr seid doch ganz stimmt. Ich trau ich auch nicht über den Weg. Denn der Ober auch nicht. Die waren nur alle auf. So. Gehen wir nochmal zurück. Machen wir nochmal Sprintermenschen. Und fahren noch einmal Pfarrpool. Oh. Oh, jetzt sind nun auch gefallen. Der Hund ist nicht mitgekommen, richtig. Nun der gefallen. Da ist er. So. Jetzt. Oh, was sieht geil aus. Sieht geil aus. Läuft auch smooth, muss ich sagen. Ein paar Mal hatte ich. Da drüben an der Tür war ich, gell, ist nicht gegangen. So, da jetzt. Okay, war klar, das ist auch wieder so ein Mist. Da fehlt etwas. Naja, das wären wir jetzt auch. Und jetzt? Oh. Ich muss irgendwas finden, was mir da neu liegt. Da und da fehlt was. Da unten gab es nichts mehr, gell? Von da unten bin ich gekommen. Die zwei Tiere habe ich ausprobiert. Oder habe ich die ausprobiert? Ich gehe nochmal gucken. Okay, nein, ist es nicht. Dann nehmen wir da rüber. Auch nicht. Rennen wir nur. Also muss ich nochmal da nunna. Okay. Und Hund, wo bist du? Oh, jetzt hat er es hier. Hat das richtig gemacht. Hundi richtig gemacht. Sehr schön gemacht. Da muss ich. Da ist was rechts. Auf der. Gut. Warte mal, ich mache mal M, Leute. Mache mal M. Ich habe überhaupt keine. Okay, das ist. Ah, das ist doch die Tür, wo ich nicht rauskomme. Und dann. Da hinten ist irgendwas. Primäres Ziel. Okay. Und das da? Unerforscht. Ich muss Clementine im Hof eine verzierte Tür. Dort befindet sich ein Wandbild auf dem Boden, von dem einige Stücke fehlen. Habe ich die vielleicht schon gefunden? Was ist denn das? Ach, ich habe Salb. Ah, das sind Verbrauchsgüter. Das ist Eisen. Das geschmiedete Eisen, das ist verzinktes. Warum, was ist hier? Das ist doch alles okay, oder? Nö, das behalte ich alles, das ist alles cool. Da habe ich ja noch nichts, oder? Nee.
Ha. Harte. Ich stehe jetzt da hinaus, das heißt, ich muss die Treppen auf. Ey, aber du geradeaus geht an. Ach, das war die Tür, wo ich auch nicht durch kann, gell? Okay, also. Ich mache mal den Checkpoint, komm. Ist mir egal, dann sind die halt wieder wach. Nee, nein. Ja, okay, jetzt sind die wieder wach. Also da unten komme ich nicht neu, warum auch immer. Die Tür geht nicht auf. Gut. Okay, ich kann da nicht lieber hupsen. Das geht auch schon mal nicht. Okay, die Schnitthammer. Weg, dicke Haut, ups. Wer schießt denn da mit dem Pfeil? Wer schießt denn da mit dem Pfeil? Was denn das für ein Sack? Schießt auch noch mit Pfeil und Bogen? Wenn das? Das war übel. Ja. Das war schlechter als vorhin. Vorhin war ich besser. Nee, kommen sie nicht, weil ich sie nämlich jetzt wegballer. So. Gut, das hat super funktioniert. Weg damit. Orner 2, Orner 2. Wo ist noch Orner? Der ist auch weg. Wo ist er noch oben? Großartig, das wird ja immer besser. Oh, das sind ja schon wieder so Sachen. Okay. Okay. Da hinten ist die Dianunan. Ich habe eben irgendwo was gesehen, wo was offen war. Du. Vielleicht findest du irgendein Teil. Oh, cool. Geht's wohin? Ich muss gucken. Mal den. Oh, Sasa. Oh, die Kralle sind klasse. Okay. Zum Glück ist das vorbei. Okay. Das war jetzt nicht schlecht. Was ist das? War nicht, das war geil. Sit. Das wird spatzelig. Was bist denn du? Das Gesicht. Das sieht wichtig aus. Genau. Jetzt habe ich das auch verstanden. Was mache ich denn mit dir? Oh, ich kann mal Hundele streicheln, ja. Das ist gut, sehr wichtig. Sehr wichtig. Gibt's da noch... Warte mal, da ist irgendwas. Da, siehst du? Oh, da ist ein Buch. Da ist ein Buch.
Festmahl, Kinderwaldkühn, ein enormes Festmahl. Alle Tiere kamen in de feinste Kleider. Oh. Oh. Ach nee, habe ich jetzt echt kaum. Gut. Wir haben ein Bilderbuch. Oh, da hinten geht auf jeden Fall eine Trau. Oh, da oben liegen noch Sachen. Da ist noch. Nicht noch ein Bilderbuch, bitte. Schwindsucht, die Fee. Okay. Oh, ich hab echt voll die Lust immer. Das mache ich immer nicht, das lese. Ist ja toll. Also es sind, oh, da muss ich ja, alles kann ich ja doch nicht machen in einem Stream, Leute. Da lese ich ja, nee. Da gut, das ist der Uli, der Vorleseonkel. Das steht ja jetzt noch Fehler. Da war man. Hundele geht gut. Sag mal, kann ich eigentlich irgendwas... was habe ich jetzt da? Oh, ich habe Sache gekriegt. Gut, und was macht man da mit? Ich habe Reliktstaub. Ich glaub's nicht. Und ansonsten bin ich was? Und Gesundheit 103, Ausdauer 104. Aber das ist ja eigentlich wurscht. Weil ich habe ja den Trainer drin. Gesundheit, Heilung. Oh, wieder so steile Treppe. Ok. Hundele macht mal. Ist irgendwas? Hast du was gesehen? Hundele, siehst du was? Da geht's. Erschulden wir uns das mal. Die werden jetzt da oben losgemarschiert. Losgeflogen, wenn ich die nicht von unten weggeballert hätte. Aber Leute, sieht ja mal geil aus, oder? Jetzt mal echt im Ernst. Es sieht gut aus. Boah, wo es da überall hingeht. Lego mio. Jetzt geht's doch wieder nunna. Okay. Und so viel Sache und es gibt irgendwie nichts. Boah, wenn du gegen die Ort reden musst, husch aber auch. Oh, ich glaube, ich bin in dem... Da wollte ich vorhin rüberspringen. Ich bin in dem Zimmer. Das ist ja mal gut. Okay. Oh, ich bin der Glühwürmchen. Ins Glühwürmchen. Und die liegen wir da nun noch? Ja, gell? Ich brauche noch das zweite Gesicht. Jetzt müsste hier gleich wieder irgendwelche Bumbadjalis kommen. Geht schon mal sagen. Und? Wo sind sie doch schon? Sehr schön. Also die Klaue ist gut. Halt erst mal da gucken. Gibt's da was? Oh, die Klaue sind wirklich gut. Wenn ich diese... Was war... Ach, das Hundele sieht man so. Gut. Und wie der sich immer schon hinsetzt, ne?
Oh. Oh, Scheiße. Woppa. Okay, ich brauche gar nicht so viel Luft zu halten. Oh, das gibt... Ist es endlich vorbei? Okay. Oh, das geht ja noch illeweit weiter. Da gibt's also nix. Oh, du war... Ach, ich hab noch im Draufhauen was gefunden. Noch einmal. Das gibt's hier wohl nicht. Die ganze Zeit sage ich schon, da gibt's nichts. Und jetzt habe ich was gekriegt. Oh, komm mal. Okay. Jetzt geht's los. Zum Glück ist das vorbei. Oh. Okay. Was ist alles? Ah, da sind noch ein paar. Bitte. Wo sind sie denn? Komm, die tun wir jetzt gerade vom Möbel. Okay, ups. Hammer. Oh, endlich vorbei. Oh, da gibt's was. Oh, lauter Bilder oder Spichel. Wow, aber da muss ich aufpassen. Da verlaufe ich mich. Das weiß ich doch jetzt schon. Ach du Scheiße. Noch wieder ein blödes Buch. Irgendwas mit dem Schlichter. Nee. Da geht's nur noch. Okay. Wer bist du denn? Ach, du heiliger Bambumbele. Und jetzt? Okay, ich muss dem jetzt dazugucken. Und jetzt... Tada! Subi! Und was jetzt passiert? Fee. Ah, ich habe eine magische Feder. Dankeschön, Herr. Herr, ja, was auch immer. Gut, der Herr, was auch immer, hat mir eine Feder gegeben. Ah, und da geht es jetzt nur in diese Kammer. Und da sind jetzt wieder irgendwelche Quadrate. Ah! Oh, ist das geil! Das ist geil! Das war ja super, der hat es fertig gemalt. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Oh. 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 Checkpoint, ja. Echt hübsch. Also, ich vertraue diesem Ort nicht.
Ich mach's im Maul. Okay. Jetzt Escape macht, bin ich doch wieder da. Okay. Alles klar. So. Ich vertraue diesem Ort nicht. Ich eigentlich auch nicht. Leute, wisst ihr, was ich mittlerweile cool finde? Dieses. Ich kann da mit der linken Maustaste ruckzuck auf den Nahkampf. Und wenn ich Ziele halt, bin ich sofort in meinem. Ich muss sagen, zuerst war ich ein bisschen. Naja, ich bin ja immer ein bisschen. Erst war ich immer ein bisschen. Oh, so nach dem. Das ist aber blöd, das ist voll blöd. Nee, das ist geil. Das ist echt geil. Alter, wo geh ich denn jetzt wieder hin? Scheibenhonig. Okay, da geh ich gar nirgends hin. Das ist gut. Das ist gut. Ah, aber da ist er. Geh schnell mit zurück. Oh, da ist rausgeschießt gekommen. Marsch wieder Z. Ich soll das noch irgendwo. Ah ja, Reliktstaub. Soll ich das in irgendwas einfügen können? Also geh mal wieder drunter. Und ich bin doch der absolute Verlaufhansel. Das wird ja mal spaßig. Ich glaube, ich mache jetzt mal die Richtigkeit auf. Da hinten ist irgendwas. Da hinaus. Und da oben. Das war die Tür, glaube ich, wo ich ewig hingegangen bin, gell? Die nicht aufgegangen ist. Okay. Okay, okay, okay. So, also da drüben war was. Eigentlich müsste ja auch gleich wieder irgendwelche Kasper auch gehupft kommen. Ich spiele ja nette Story-Mode, brauche ich ja auch nicht. Mit Trainer ist ja vollkommener Schwachsinn. Ah, das ist kein Tier. Gut, steht mal in der Karte. Also ich hab jetzt den. Oh. Ah, da sind wir doch schon. Okay. Jetzt geht's los. Das reicht erstmal. Wie du tust auf meinen Hund euch stechen. Seid ihr noch ganz dicht? Der Hund euch stechen? Mein Hundele. Das ist mal absolut die Frechheit. Du schüttest dich wieder. Ja, tut sich wieder heilen. Gut. Da unten liegt was Blaues. Und ich gucke mal in die Luft, ob die wieder irgendwo da oben hocken. Ja, guck doch mal, wie geil das aussieht. Ist doch mal. Ah, da liegt einer. Der ist. Ah, da krieg ich wieder was. Komm, ich mach mal wieder. Glühmann mache ich wieder. Oh, glühen. Okay. Band des Wissens. Ist gut. Band des Wissens. Da liegt. Ach Gott, da liegt hier noch die ganze gelbe Sache. So. Da liegt noch was. Okay. Schade, dass es. Naja, ich will wieder zu viel. Dass es Hundele nicht so Sachen zeigen kann. So. Wow, wow, da ist was. Wow, wow, da ist wieder was. Warte mal, was. Gelb ist. Habe ich entdeckt. Das ist unerforscht. Ich bin jetzt hier. Ah, ist das das mit dem Glühwasser? Dahinter muss ich doch aber noch.
ja. Hallo. Herzegrad, genau. Bele Padekup. Und irgendwo muss doch noch das. Ach ja, dahin ist wieder. Das sieht nicht gut aus. Irgendjemand hat wieder auf mich geschossen. Okay, das hat gut geklappt. Oh, guck mal aus der Seite, die kommen sie raus. Doch, Anna. Das ist der mit dem Bogen. Zumindest ist das vorbei. Nicht wirklich, da ist irgendwas. Ich muss aber mal dort Zeit aufräumen. Okay. Oh, das ging gut. Das war mal nicht schlecht hier. Obom. Ah! Sehr schön, gleich umgelegt, den Kasper. Wieder zipp. Ist es endlich vorbei? Guter Gott. Du jammerst aber auch. Ich hab gedacht, bloß der Kerl wäre so ein Jammerfuzzi. Na, no, sie muss auch jammern. Sag doch, wie die Lara Croft in Tomb Raider. Die hat auch nur so rumgejammert. Es ging mal schon schwer auf den Zeiger. Da bin ich reingekommen. Ja, genau. So, da bin ich reingekommen. Da bin ich reingekommen. Da ist noch irgendwo was. Donuf. Okay. Also gut, dann kommt her und holt es euch. Fertig. Hä? Das war übel. Oh, der war gut. Der letzte war Kopfschuss. Und spielst du hier ziehen? Oh! Okay, gehen wir's an. Das reicht erstmal. Also, da gehen wir jetzt mal nun an. Das ist alles unerforscht. Das lässt nichts Gutes erahnen. Sind sie echt? Ah, ich hab so einen Eigenschaftspunkt. Gehen wir uns das mal angucken. Machen wir mal. Eigenschaften. Das will ich, okay. Okay. Ja. Ein Meter, da sind wir nur gelaufen. Das ist keine Tür, sonst steht... Oh, steht aber eh. Ah. Jetzt müsste ich mal das angucken. Da ist eigentlich gar nichts los in dem Raum. Also sagen wir mal, der ist vollkommen unsinnig und ist so liebevoll und geil gemacht. Der ist doch der Hammer, oder?
Ah, das sind ja meine Froschen wieder. Also gut, dann kommen wir heute. Dort ist der Pfeil und Bogen da oben. Komm, haben wir die Schätzlein mit umgelegt. Jetzt mich mal in Ruhe lassen, in Ruhe eh machen lassen. Du. So, ich mache jetzt da mal wieder das Glühmännchen. Weil ich nicht traue, aber egal. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da muss ich der Daisy Danke sagen. Okay, jetzt geht's los. Die ist wirklich cool zu spielen. Ich glaube. Heilige Scheiße. Wirklich cool. Muss man was trinken? Muss man das trinken? Oh, da ist noch was. Ah, und die da über mir, da diese weiße Zutzel, die da stehe, das scheinen die Glühtrinkdinger da zu sein. Das auch immer sein soll, wie das heißt, das ist ja wurscht. Yes, das geht noch einmal da hin und es geht noch einmal dort hin und es geht noch einmal. Komm, wir gehen da unten ist einer, den hauen wir jetzt gleich auf die. Es geht los. Den haben wir umgewischt. Ja. Ist das blöd? Das ist wirklich blöd. Das ist wirklich blöd, Leute. Die Jammer. Ist blöd. Okay, das nehmen wir mit. Die sind ein bisschen zu dick. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich da rausgehe, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Ah doch, jetzt bin ich wieder am Glühwänsche. Na, Glühwänsche. Oh, die glühen. Ui. Sehr schön, das war das. Da haben wir den einen umgekloppt. Ja, du darfst aber echt ein paar Probleme mit dem Orientierungssinn haben. Da sind sie doch. Okay. Oh. Oh, die sind jetzt ein bisschen stärker. Also mein Ballermann ist klasse. Damit bin ich voll zufrieden. Hundele geht's auch wieder gut. Die waren jetzt stärker mit der Kralle. Konnte ich die jetzt nicht gleich umbatschen? Okay. Da gibt's jetzt einen Haufen Zeug. Super, super. Ah, jetzt geht's immer besser. Langsam. Nun, zumindest ist das vorbei. Oh, erzählst du jedes Mal und dann kommen sie wieder aus der Ecke schießen oder sitzen irgendwo oben drauf. Mir fehlt immer noch das Gesicht. Ach gut, da geht's noch. Da geht's noch stundenlang weiter.
Seht ihr, jetzt gibt's was. Jetzt gibt's tatsächlich manchmal was. Altmetall. Wie sieht es da oben aus? Ja, ist alles rot, also alles noch unerforscht. Oh, da sind meine Freunde wieder. Geht's los? Ah, ich habe wieder gewechselt. Der Klau ist ja mal richtig schnell. Der ist ja. Boomt der einfach von mir. Endlich vorbei. Okay. Wusste ich doch. Von hinten. Alter, ist ein bisschen was los, ne? Das ist ein bisschen... Oh. Wo war ich denn jetzt? Do her. Wappadidudel. Aha. Alle Taschen voll. Wie? Okay. Fehlt immer noch das zweite, schon wieder Altmetall. Altmetall ist gut. Statt Munition kann ich gar nicht mehr. Sie kommen. Zum Glück ist das vorbei. Snuff kann ich nicht. Jetzt ist wo ich nicht stand. Hier. Okay. Geil. Geilomat. Geilomat. Ich hab komplett die Orientierung verloren. Aber sowas von. Aber sowas von. Wow. Okay. Da war ich jetzt. Den habe ich. Da gibt's nichts mehr. Gehen wir da runter, dann müssen wir auf der anderen Seite. Da bin ich nie mehr raus. Kein Stück mehr. Wow. Ist das geil. Okay, also da drüber war ich jetzt noch. Das mit dem Rot ist gut. Das Rot ist gut. Oh. Oh. Okay.
Da ist wieder irgendeine weiße Tier. Die ist da oben. Ich will keine Bücher mehr lesen. Hab's keinen Bock. Ich nicht. Oh. Leute, schon wieder Bücher. Bücher, ich guck bloß neu. Lesen tust nicht. Achtung. Ah ja, das brauchen wir nicht. Oh. Oh, ein Glitzertor. Ich hab ein Glitzertor. Ein Glitzertor. Ein super Glitzertor. Glitzertitor. Da ist ein Tür. Und die geht wieder nicht. Ah ja, das war die Tür von innen, da habe ich aufgemacht. Ah, da war ich also hier. Da ist ein Glitzertor. Erst gucken wir mal rundherum. Hallo. Da ist nix, da ist nix. Ach so, ich muss da, das ist ganz schön ein Spiegel oder sowas. Muss ich was. Oh, wieder ein Buch. Achtung. Oh, ja, gut. Das Liebesleben der Ringelfaden und Bandwürmer. Okay. Genau, so führte er doch auf dem Pfad der Entdeckung, der fast unser Film natürlich. Sieht gut aus. In Kampf. Stehe ich jetzt. Ach so. Ich bin im Kampf. Das gefällt mir gar nicht. Abschnitt. Da liegt noch was. Eisen. Gut, jetzt gucken wir mal. Jetzt geht, glaube ich, die Tür. Die Tür geht nicht auf. Okay. Mach ich halt mal den Checkpoint. Verbrauchsgüter. Gut. Nicht so. Bin ich jetzt irgendwo anders? Ja, jetzt zeigt er das wieder als rot an. Aha. Leute, Leute, Leute. Da läuft irgendein Fischerisch rum. Okay. Also mit Eichmarsch. Endlich vorbei. Gekommen und dann ist schon wieder endlich vorbei. Also ich bin jetzt oben durch das Tor und bin dann praktisch woanders. Anders da bin ich jetzt ganz woanders da. Okay, die mache jetzt schon mal die Dinger runter. Ach. Gut. Das ist der Do. Auch der schmeißt mich ganz schön um. Oh, der ist auch ein bisschen. Willkommen. Hm.
Wow. Alter Verwalter, so und... Sind da noch welche? Ach, jo. Jetzt geht's los. Ach, das war's. Okay. Nun, zumindest ist das vorbei. Ja, und zumindest habe ich aber irgendwie keine Munition mehr. Vorhin hat er gesagt, schwer voll. Komisch. Okay, da geht's nicht weiter. Ich mach mal die Karte. Okay. Gut, da geht's nicht weiter. Kann ich nicht irgendwas machen, oder? Irgendwas draufstehe da oben. Wow. Okay. Rufen wir jetzt noch einmal. Nu? Okay, jetzt habe ich wieder Munition. Wenn ich jetzt wieder so mache. Okay. Und dann gehe ich nochmal da runter. Da runter bin ich. Du betrittst die Ratskammer. Jetzt ist das da oben wieder alles. Ah, jetzt sitzen die da oben drauf.
War das hier mal cool? Kann ich doch von da gehen? Was für ein sonderbares Wesen du bist. Weder von den Fae, noch von den Bewohnern dieser neuen Welt. Schicken wir es fort. Das Gesetz der Fae ist nicht für Fremdlinge. Im Gegenteil, Oniriel. Obwohl die Regeln für Fae und Nicht-Fae unterschiedlich sind, gilt das Gesetz der Fae für alle innerhalb des Gebiets des einzig wahren Königs. Tritt näher, Fremdling. Betritt das Podest. Bin ich doch schon? Seid gegrüßt, Fremdling. Ich bin Savan, Sprecherin des Rates des einzig wahren Königs. Bitte bekunde deine Wesensart und Angelegenheit für das Protokoll. Meine Wesensart? Ja, deine Wesensart. Was genau bist du? Du bist nicht eines der, wie nennen sie sich? Der Dran, oder? Dann verrate mir bitte, warum wir unsere Zeit mit dir verschwenden sollten. Dies ist ein Rat der Fae. Und es gibt dringlichere Angelegenheiten, als Wegweiser für Fremdlinge zu spielen. Ist doch ein Mutzbeutel. Deine Freundin ist hier? Jetzt? Wie erschütternd. Möglicherweise können wir helfen, sie zu finden. Gut. Möglicherweise nicht. Oder hast du das beträchtlich große Problem vergessen, das noch nicht angegangen wurde? Beginnend mit dem, was hinter dieser Tür liegt. Ich habe es nicht vergessen, Oniriel. Aber da wir uns im Stillstand befinden, wollte ich unsere Aufmerksamkeit vorerst auf etwas Erfrischenderes lenken. Leider müssen unsere Ressourcen den anstehenden Problemen gewidmet werden, Jele. Also muss ich hinter die Tür. Wir werden zu diesem Zeitpunkt keine Hilfe leisten. Ich wünsche einen guten Tag. Oh. Du hast genug unserer Zeit verschwendet, Fremdling. Die Fae haben viel wichtigere Anliegen als dich. Warte einen Moment, Oniriel. Vielleicht könnte uns dieser Fremdling von Nutzen sein. Die Fae leben derzeit in Angst und Ungewissheit, Fremdling. Ein Schwindler hat sich des Throns des einzig wahren Königs bemächtigt. Unterstützt von jemandem, der vor dir sitzt. Aber wir wissen nicht von wem. Als unabhängige Partei kannst du vielleicht Klarheit schaffen, wo wir gescheitert sind. Wirst du uns helfen? Ja, natürlich. Wartet. Dem stimme ich nicht zu. Das ist ein Fremdling. Kaum mehr als eine stumme Bestie. Das Gesetz gestattet es solchen nicht in unserem Namen. Dann bist du das doch. Du bist doch der Stinky. Hast du je darüber nachgedacht, Oniriel, dass es unsere Aufgabe ist, Gesetze zu machen? Beide Argumente werden gehört und als irrelevant erachtet. Wir bitten den Fremdling nicht ein Urteil zu fällen, sondern nur bei einer Untersuchung zu helfen, auf die wir freiwillig verzichtet haben. Okay. Das Gesetz unterstützt dies. Okay. Eine große Tragödie, Fremdling. Seit Äonen haben die Fae und dieser Rat dem einzig wahren König treu gedient. Aber leider wurde seine Herrschaft eingeschränkt. Der Schwindler. Fehlen oder Fähren, oder wie sie sich jetzt nennen, versetzten den König in einen ewigen Schlaf, aus dem er nicht geweckt werden kann. Der König wurde in seinen eigenen Gemächern angegriffen. Genau hinter dieser Tür. Der Schwindler hätte ohne die Hilfe eines Mitglieds dieses Rates nicht eintreten können. Alter, ist auch nach von euch. Natürlich haben wir alle unsere Alibis, wie du dir vorstellen kannst. Keiner von uns war hier. Dies wurde viele Male bewiesen. Wenn du irgendwelche Beweise findest, die einen von uns mit dieser Tragödie oder dem Schwindler in Verbindung bringen, dann könnten wir die Gerechtigkeit der Fae. Oh, ist doch jetzt wenigstens mal Geschichte bei. Das wird nicht reichen, Savan. Der Schwindler sitzt immer noch auf dem Thron. Ne? Dennoch wird es ein Schritt sein. Und zwar ein notwendiger, um die Ordnung unter den Fae wiederherzustellen. Okay, er sagt, mir sei es, Es bedeutet, dass du kein Fae bist und dein Leben schnell verwirkt ist. Ich muss doch bitten, Oniriel. Fremdling, wir werden die Bedingungen deiner Anklage besprechen, falls und wenn du dich entscheidest, eine zu erheben.
Wie du es wünschst, Fremdling. Solltest du jedoch Beweise finden, dann bringe sie zu uns. Jetzt schon einmal cool. Also muss ich jetzt an die Tür. Es muss ja in das Schlafzimmer von Kenisch. Muss ich da neugier? Ey, das ist voll lustig. Auch mit den zwei. Mich geht das jetzt. Geht ja gar nicht auf. Ich soll doch denen helfen. Ist jetzt was falsch verstanden? Warte mal. Vielleicht muss ich doch die letzte Frage auch noch machen. Ah, der Fremdling. Bist du hier, um unsere Zeit weiter zu verschwenden? Das brauchen wir nicht. Diese Farce bedeutet nichts. Frieden, Oniril. Wie du weißt, ist das Gesetz in diesem Punkt eindeutig. Ich werde deine Frage beantworten, Fremdling. Mit einem Verräter unter uns ist das Vertrauen erschüttert. Klar. Wenn ja. Einer von uns zu diesem Zeitpunkt Beweise vorlegen würde, wäre dies für alle verdächtig. Und das zu Recht. Jeder hier hätte liebend gerne einen Vorwand, um mich aus diesem Rat zu entfernen. Und du möchtest nicht selbst die Hälfte der Macht des Rates innehaben, Oniril? Du kannst nicht so tun, als Sag wäre doch, es der nicht der wahr. Mito ist ein Wie Stingy. Dem auch sei, Fremdling. Du bist nicht von dieser Welt. Von keiner dieser Welten. Also wäre jeder Beweis, den du bringst, frei von dem Verdacht, den wir auf uns selbst geworfen haben. Genau mein Punkt. Dieser Fremdling kann eine Reihe von Gründen haben, einen von uns zu beschuldigen. Deshalb werden wir, wenn Beweise... Und wenn diese Beweise gefälscht wurden? Oniril, nur du gehst davon aus, dass... Nun gut. Ich werde sie beurteilen, wenn ich sie sehe. Wir wissen jetzt, dass der Schwindler irgendwann auf jeden von uns zukam. Uns Versprechungen von... Er sagte nur, was wir hören wollten. Aber kann man der Person einen Vorwurf machen? Der Schwindler sprach wichtige Wahrheiten an. Ist das ein Schuldeingeständnis? Wenn du mir erlauben würdest, zu Ende zu sprechen. Ich sagte, er sprach wichtige Wahrheiten an, die wir uns zu Herzen nehmen mussten. Wir täten gut daran, die vom Schwindler vorgebrachten Mängel anzugehen. Und bisschen viel gequatscht. In der Tat. Aber unsere Gefühle über das Ergebnis... Das wissen wir leider nicht. Es gibt kein Blut, keine Wut. Es ist nicht so, als hätten wir den Tatort vollständig. Auf deine Bitte hin, Oniril. Ich kann keinem von euch Verrätern In der Tat, das waren sie. Unabhängig davon ist nicht einmal bekannt, was dem König schaden könnte. Denn Und viele haben es ver... Er oder sie ist ein Monster. Oder Weder das Gesetz... Darin sind wir uns alle einig. Der Plan des Schwindlers hätte niemals ausgeführt. Und was dann? Weiter mit dem Verräter zusammenarbeiten? Der König hat über die Fae geherrscht. Einige glaubten, er hängst du fischt? Mehr als einige. In der Tat. Man stelle sich vor, was passiert wäre. Aber natürlich... Wie konnten wir nur so... Ich muss doch bitten, Oniril. Die einfache Antwort, Fremdling, ist Magie von... Deshalb müssen wir herausfinden, wer von... Jetzt. Lebe wohl, Fremdling. Und lasse uns wissen, wenn du etwas Interessantes herausgefunden hast. Kann ich jetzt die Tür aufmachen? Jetzt probier's noch einmal. Alter Uwe soll jo... Jetzt habe ich den ganzen Kladderadatsch mit denen gemacht... Das zweite Gesicht habe ich an und... Nee, da geht nichts. Oh, ich mach mal...
Ich habe im... Ja, ist klar, dass die Stücke fehlen. Mensch. Das habe ich entdeckt, das habe ich entdeckt. Da oben komme ich nicht weiter. Ganz toll. Nebenweg. Irgendwie ist da jetzt... Gott, okay. Gut, okay. Also da oben kann ich nicht neu. Ich muss da irgendwie... Um anderen Weg finde ich dann vielleicht was... Was die da... Erzählen. Das Problem ist, ich habe mich jetzt schon wieder total verlaufen. Das ist die Ratskammer. Oh. Okay. Also gut, dann kommt her und holt es euch. Okay. Nun, zumindest ist das vorbei. Ach jo, komm. Hey, Kopfschuss geht gut. Kopfschuss geht gut. Hohoho. Okay, es geht sehr gut. Das reicht erstmal. Wer bist du denn? So krass. Wow. Gut, so war doch noch irgendwo einer. Zum Glück ist das vorbei. Oh, jetzt habe ich mir wieder verdudelt. Oh. Ich mach mal Emge. Mach mal wieder M. Wie, wo muss ich dann hin? Ich glaube, ich gehe mal wieder da zurück. Da, ja. Besser. So, also zurück, zurück. Zurück in die Dick. Warum? Das war die Ratskammer. Liegt da jetzt eigentlich immer noch das Zeug rum? Nein, das sind bloß die... Ah, ich könnte wieder... Glühen machen. Glühen. Ah, für 60 Sekunden ist das dann immer unerzählt. Oh! Sorry. Ja, davor muss ich... Ich könnte vielleicht einmal zurückgehen und könnte mal mein Zeug aufdütteln. Glaub ich einmal. Das soll man ja immer machen. Und jetzt gehen wir. Was? Du besitzt. Waffenmod herstellen. Sehr schön. Das machen wir jetzt auch. Ich gehe jetzt
Station 13. Ja. Was waren du Gewölbe verlassen? Rennst du nach Hause? Wäre cool. Ajo, spinnt du. Kannst du mir ja jetzt. Obwohl, mein Ballermann ist ja klasse. Nee, ich glaube, den behalte ich. Der gefällt mir. Reicht mir da. Fernrohr. Waffenmut herstellen, komm her. Oh, jetzt ist er gleich wieder angepisst. Yippie, du bist zurück. Ah. Ach ja, du musst was herstellen. Okay, das ist mal nix. Rick. Okay, wir sind fertig. Waffe aufwerten. Hast du nicht irgendwie... Ah, schön, dich wiederzusehen. Pass da draußen gut auf dich auf. Ich hab die Kralle finde ich gut. Ob ich was kaufen kann, weiß ich nicht. Ich frage den mal. Wie findest du die Station? Ich kann es dir etwas schwerer machen, wenn du willst. Wonach suchst du? Ich kann immer noch nichts kaufen? Das passt hervorragend. Denke daran, die Entscheidungen, die du da draußen fällst, können dich später heimsuchen. Glaub's mir. Das verstehe ich noch nicht so ganz. So, das ist so die Klar wieder. Das sieht jetzt aber lustig aus. Cool. Okay. Orksicht habe ich. Kannst du die meisten deiner wähle eine Fernbank und drücke F. Ah! Und jetzt?
Okay. Geknackte Ausdauer, geknackte Wirkungs... da weiß ich gar nichts. Da gehen wir mal raus, Gehen wir mal raus. Wir latschen mal davor. Wo sind jetzt mal ganze Waffe? Hä? Wo sind mal Waffe? Das muss man mal. Das muss man mal in der Dings umgehen lassen. Nee, das wird schon nicht. Wieder aufstehe. Warum stehen die jetzt? Ach, alt. Ah, cool. Ich hoffe, du machst keinen Ärger, Fremdling. Das wäre mehr Arbeit für mich. Wonach suchst du? Cool. Soll man das verkaufen? Ich mach's im Mund. Okay. Aha. Was gibt's denn da jetzt alles? Knochensäge, Schaden 12. Schaden 55. Die will ich auf jeden Fall haben. Okay. So, jetzt habe ich doch mal verkauft. Was bist denn du? Was ist denn das? Was soll ich denn da damit machen? Das da unten will ich nicht. Meine Dinger finde ich voll klasse. Eine doppelläufige Schrotflinte ist auch spaßig. Die kaufe ich mir noch. Und die da kaufe ich mir noch. So, jetzt ist okay. Gute Wahl. Denke daran, die Entscheidungen, die du da draußen fällst, können dich später heimsuchen. Glaub's mir. Okay, es sieht jetzt alles gut aus. So, Leute, ich würde mal sagen, jetzt mal den Hund streicheln.
Ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich muss sagen, ich habe wieder vergessen, wie die heißt. Was ist denn die? Warte mal. Wenn ich I mache, sehe ich das da? Charakter? Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die... Warte mal, Eigenschaften kann ich, glaube ich, wieder was dazu machen. Kann ich nicht. Ich hab doch... Verstehe. Ach, egal. So steht jetzt nicht, wer sie ist. Also, die finde ich cool. Oh, ich hab doch was. Das ist schön. Das finde ich gut. Hey, ich hab da tatsächlich was. Das ist cool. Okay. So, ja. Okay. Also die finde ich gut mit dem Hund. Das ist irgendwie spaßig. Ich werde aber trotzdem den Ganafuzzi ausprobieren. Den will ich auch mal ausprobieren. Das war jetzt das Video für heute. Das hat super Spaß gemacht. Ich war gleich in einer anderen Welt. Und das war echt spaßig. Ich mag den Ballermann. Ich mag die Klaue. Ich mag die Glamour-Spritz. Die ist genial gut. Der Hundi mag ich auch. Und so kann man also ich jetzt als alter Knub, kann jetzt da das super gut spielen mit Spaß. Wenn ihr das natürlich spielt, ist das wesentlich härter. Ich habe ja da schon ein paar von denen dicke. Da habe ich zwar dann mal ganze Munition verballert. Dann waren sie aber ahi, ne? Ich find's cool. Also es ist echt cool. So, dann würde ich sagen, das war's für heute, Leute. Ich sage mal tschüss. Der Olli sagt tschüss vom Kanal Rentnerzockt. Ich mache jetzt noch mein Outro und das war's dann. Bis zum nächsten Mal bei Remnant 2. Tschüss!